Das Landhaus El Caldere liegt in der Gemeinde St. Joan. Zur Gesamtanlage des Anwesens gehören neben dem Hauptgebäude die Nebengebäude für Landwirtschaft und Tierhaltung sowie Hundehütten und Felder. Das Hauptgebäude ist ein charakteristisches Beispiel für den mallorquinischen Landhausstil. Ein Rundbogeneingang führt in das Innere. Die Geschichte des Landhauses El Caldere ist über 700 Jahre alt. Das Hauptgebäude mit einer eher schlicht gehaltenen Fassade kommt nur auf 250 Jahre. Es wurde stetig bis ins frühe 19. Jahrhundert erweitert. Unser Rundgang beginnt im Innenhof auf Mallorquin Saclastra genannt. Eine gemütliche Atmosphäre hält uns gefangen und macht wenig Lust, diesen kleinen Garten in Richtung Eingangshalle zu verlassen. Die Ketten über der Tür verweisen jeweils auf einen Königsbesuch. Im ersten Raum empfangen uns Porträts der Ahnen der Familie. Wichtige Restaurierungsmaßnahmen erfolgten Mitte des 20. Jahrhunderts durch den damaligen Besitzer. Er war ein großer Kunstliebhaber und sammelte mallorquinische Möbel und andere Ausstattungsstücke, die heute die Innenräume von El Caldere prägen und einen Eindruck vom aristokratischen Leben im 18. und 19. Jahrhundert auf Mallorca vermitteln. Raum für Raum erschließt sich für uns die Geschichte Mallorcas anhand einer schier unübersehbaren Anzahl von Kunstgegenständen und Sammlerstücken, die einzelne Lebensbereiche vergangener Tage widerspiegeln. Im Keller stehen noch die alten Weinpressen und Weinfässer. Jagdtrophäen und Waffen deuten auf das Herrenzimmer, in dem sich die männliche, für die Jahrhundertwende typische Abendgesellschaft traf. Thank you.
Küche zeigt traditionelle Küchengeräte und Wandkacheln. Sie wurde noch bis 1994 täglich genutzt. Im Esszimmer steht in der Mitte ein stilvoll gedeckter Tisch. An der Stirnwand befindet sich ein Kamin und darüber ein Gemälde mit einer religiösen Darstellung. An den übrigen Wänden hängen Ölgemälde, spanische Stillleben aus dem 18. Jahrhundert. Im anschließenden Damensalon versammelten sich die Frauen zum Lesen, Nähen oder Beten. Über dem Kamin hängt das Porträt der Urgroßmutter, der heutigen Besitzerin. Unter den zahlreichen Kunstobjekten im Wohnzimmer ragt die Büste auf einer Kommode heraus, eine Holzfigur mit der Darstellung der heiligen Teresa aus dem 17. Jahrhundert. Über die Haupttreppe gelangen wir ins erste Obergeschoss, in dem sich die Schlafzimmer und Privatkammern befinden. Nach der Ankleidekammer des Mannes folgt das Ankleidezimmer der Frau und anschließend das Schlafzimmer mit einem klassisch mallorquinischen Himmelbett, alles im Stil der Zeit um 1900. Außerhalb werden wir noch in die Wäscherei, in ein Backhaus und in verschiedene Werkstätten mit historischen Werkzeugen geführt. Die Kornkammer, eine große Halle, wird durch drei Pfeiler gestützt. Hier werden verschiedene Früchte und Getreide des Landsitzes gelagert, wie zum Beispiel Kichererbsen, Pferdebohnen, Bohnen, Mandeln und Mais, neben verschiedenen historischen Arbeitsgeräten und Werkzeugen.
Als Abschluss werden den Gästen die leckeren Hausspezialitäten angeboten, nach traditioneller mallorquinischer Art hergestellt. Am Ende unseres Rundganges begegnen wir auch noch den berühmten schwarzen Schweinen, aus denen die schmackhafte mallorquinische Sobrasada gemacht wird.